Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, Montagnacht, das heißt, wir sind wieder am Start. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und ich begrüße heute Nacht besonders herzlich die Berliner und weniger herzlich die Brandenburger. Ansonsten ist das Talk Radio heute Nacht offen und das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0130 2911, 0130 2911. Am Start heute Nacht Karin und die ist 38. Ja, hallo Jürgen. Karin, guten Morgen. Guten Morgen. Was führt dich zu mir? Ich habe ein ziemliches Problem und zwar habe ich mich ganz groß in die Scheiße geritten, auf Deutsch gesagt, betreffs Schulden. Das hat also, ich habe vor 3,5 Jahren meinen jetzigen Mann kennengelernt. Damals hatte ich schon 30.000 Mark Schulden und zwar von der Ehe her noch. Ich bin 1984 das erste Mal geschieden worden und habe von daher schon einige Schulden mitgenommen und konnte dann nur halbtags in der Fabrik schaffen gehen. Und dadurch, das ist also immer mehr geworden. Das waren Privatschulden, nachher Dispo und das hat sich so zusammengeleppert. Also wie gesagt, vor 3,5 Jahren habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und bist mit 30 Mark Schulden in die neue mit 30.000 Mark Schulden in die neue Ehe gegangen. Ja. Richtig, aber das waren halt 1000 verschiedene Stellen. Und es war jetzt so, mein jetziger Mann ist also Pole. Ja. Er hatte keine Arbeitserlaubnis, nichts. Wir haben dann auch ein halbes Jahr später geheiratet, weil so gesehen war es ja noch ein Esser mehr jetzt, den ich mit durchfüttern musste. Ja, und das wurde halt immer schlimmer. Und ich hatte auch nicht so viel verdient, dass es halt reicht. Und wir haben dann Umschuldungskredit, also wir haben 2 Kredite insgesamt aufgenommen, um das alles abzulösen. Mhm. Das war auch soweit okay, weil mein Mann hatte ja dann Arbeit und ich hatte auch Arbeit und von daher ging das auch. Bis im Juli 94, da hatte ich also eine Krebsoperation, Darmkrebs. Das war nicht sehr schön. Mhm. Und naja, die haben mir dann halt gesagt, es wäre soweit okay, ich sollte aber alle 3 Monate noch zur Kontrolle. Ja. Und dann habe ich halt so etwa 3-4 Monate später auf einmal wieder heftige Schmerzen bekommen, wie zu der Zeit vor der Operation auch. Ja. Und ich weiß von meiner Familie halt her, dass da sind schon mehrere an Krebs gestorben. Und das war irgendwo so eine Panik dann in mir. Ich dachte so, das war's jetzt. Und es war kurz vor Weihnachten und ich habe dann den großen Mist, ich habe mir sämtliche Kataloge geschnappt. Mhm. Ich habe einfach gedacht, so, jetzt machst du mal ein schönes Weihnachten und tust deiner Familie, deinen Freunden, alle, den du kennst, so eine Art Abschiedsgeschenk bereiten, ja. Und hast nochmal kräftig in die Tasche gegriffen? Bei allen 8 Katalogen, ja. Und hast wie viel Geld ausgegeben? Das waren dann insgesamt auch nochmal 30.000. Oh. Sodass sich das damals dann Ende 94 schon auf 60.000 summiert hat? Ja. Ich hatte das jetzt so, ich hatte also alles, ich hatte mein Testament geschrieben, also ich kann jetzt drüber lachen irgendwo, aber dass das halt von meiner Lebensversicherung alles bezahlt werden sollte, ja. Und so, nun ist nicht mehr 1994, richtig, sondern 1996. Wie sieht es denn im Moment aus? Ja, im Moment sieht es halt so aus, dass die jetzt allmählich alle ankommen, das ist klar. Es ist also schon so weit, dass also auch schon Mahnbescheide da waren. Mhm. Und das Problem ist halt auch, dass mein Mann jetzt von diesen Katalogen nichts weiß. Er weiß also nur von den 2 Krediten, aber von diesen Katalogen weiß er gar nichts. Mhm. Ich habe das auch versucht, jetzt immer die Raten beizuhalten am Anfang. Wie hoch sind die Schulden jetzt im Moment? 70.000. 70.000 Mark. Ja. Mhm. Ich hatte das am Anfang halt, indem ich Privatschulden gemacht habe, um die Raten zu zahlen, weil er sollte das auch nicht rauskriegen. Ja? Mhm. Und ich wollte ihn auch nicht belasten, weil er wollte, nachdem wir 3 Jahre verheiratet sind, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Dann werden ja auch Auskünfte eingeholt. Ja. Und das hat er jetzt gemacht. Im Mai waren wir also 3 Jahre verheiratet. Das läuft jetzt. Mhm. Und jetzt habe ich halt auch die Panik, da ich das halt schon längere Zeit nicht bezahlen konnte und die Mahnbescheide jetzt schon da waren. Und jetzt geht es auch an Lohnpfändung. Wie hoch sind denn die monatlichen Belastungen? Die kommen an 1.500. Mhm. Und wie viel verdienst du? Ich habe keine Arbeit mehr seit der Operation, habe ich auch keine Arbeit mehr bekommen. Ja.
Und momentan, ehrlich gesagt, bin ich auch dazu gar nicht in der Lage, weil ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin nervlich fertig. Wie sieht es denn, ich meine, letztendlich ist das natürlich das Wichtigste. Wie sieht es denn mit der Gesundheit aus? Ja, das ist also okay, Gott sei Dank, bis heute. Das waren also damals Unterleibsprobleme, die diese Schmerzen verursacht hatten. Also gesundheitlich wieder mehr oder weniger fit. Ja. Aber seelisch natürlich extrem belastet durch dieses Geld. Weil ich halt auch Angst habe, dass er das jetzt rausbekommt und dass ihm das jetzt auch schadet mit eben dieser Staatsbürgerschaft. Und wenn Lohnfindungen kommen, verliert er auch noch seine Arbeit und dann stehen wir ganz auf dem Schlauch. Oh Gott, also ganz komplex. Einmal wirklich der Druck, das Geld zahlen zu müssen, dann die Angst wegen der Geschichte mit dem Mann. Ja, weil ich liebe ihn wirklich und ich bin echt froh, dass ich habe nicht geglaubt, dass ich war fast 10 Jahre alleine, dass ich dieses Glück nochmal haben werde, Ja, Karin, nun gibt es ja, ich habe ja in Schuldenberatung oder sowas null Ahnung, würde das natürlich, warst du? Ich hab das alles ausgeschöpft und die haben halt auch gesagt, mehr wie ich schon getan habe. Ich habe also die Raten verkleinern lassen, habe Stunden lassen und was es alles gibt, mehr können sie auch nicht tun. Heißt das jetzt für dich, dass du ausweglos bist? Ja. Und deswegen, du hast auch gar keine Idee mehr, was du machen könntest. Ja, ich habe versucht, meine Niere zu verkaufen. Das kam mir schon in den Kopf. Ich habe mit dem Nierentransplantationszentrum in Frankfurt gesprochen. Dann habe ich nochmal in Holland angerufen. Aber ich habe halt erfahren, dass das innerhalb Europa verboten ist. Sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Wird das sogar strafrechtlich verfolgt. Von daher habe ich da keine Chance, weil mir wäre im Endeffekt alles egal, was ich dafür jetzt tun müsste, Und und jetzt habe ich halt daran gedacht, mich zu prostituieren. Aber ich weiß halt erstens nicht, ob ich es schaffe und zweitens auch wieder die Angst, dass mein Mann das eben rausbekommt. Aber ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Und definitiv haben die Fachleute letztendlich gesagt, dass sie auch ratlos sind. Ja. Ich habe also alles, was es gibt, an Stellen angelaufen. Und das Schönste war noch, ich habe dann auch so Kreditinstitute, die so inserieren immer auf Umschuldung und so. Hatte ich also etliche Leute hier zu Hause, die auch alle gesagt haben, ja, das klappt und das machen wir. Ihr Mann hat feste Arbeit. Im Endeffekt wurden aber nur 400 bis 500 Mark Gebühren jeweils von meinem Konto abgebucht. Und das da reitet man sich dann noch viel mehr mit rein. Naja, das ist immer das Schlimme, dass die Leute dann die Not der betreffenden Person ausnutzen. Ja, und meine Hausbank macht also keine Umschuldung, weil eben mein Mann noch keine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Gell? Und da ist Karin, es wieder eins kommt zum anderen, wenn er das jetzt hat. Aber um das jetzt erstmal zu bekommen, muss bis dahin die Schufa in Ordnung sein. Und das haut nicht mehr hin. Du bringst mich jetzt in eine sehr schwierige Situation, weil ich nämlich überhaupt nichts dazu sagen kann. Ich hoffe auch nicht, dass du erwartet hast, dass ich jetzt die super kluge Idee habe, wenn du schon so viel unternommen hast und mit so vielen professionellen Leuten auch darüber gesprochen hast. Ja. Ich wollte halt auch einfach nur mal reden. Ja. Was du meinst mit der Prostitution, das ist auch Quatsch. Soll ich dich sowas fragen? Deine Antwort kann ich mir eigentlich denken. Du findest es natürlich nicht gut. Ich finde es ja eigentlich auch nicht gut. Aber ich weiß sonst keine Möglichkeit mehr. Weil ich habe ja auch einen Sohn aus erster Ehe. Ja. Der ist jetzt inzwischen 18. An den muss ich auch ein bisschen denken. Und der ist auch noch nicht so weit. Den tue ich halt auch noch mit unterstützen, wo ich kann. Das ist sehr schwer für mich, was zu sagen. Auch zu dem Punkt Prostitution. Das kann niemand anders letztendlich bewerten, will ich mal so sagen. Wenn du das für dich so entscheiden würdest, als den wirklich letzten Ausweg, ich wäre der Letzte, der sagen würde, was bist du für eine Frau? Ja, klar, aber sonst bleiben nur noch Tabletten, ja. Und dann wird die Lebensversicherung gezahlt, das ist auch eine Möglichkeit. Und das ist eben nicht die Möglichkeit. Das ist eben nicht die Möglichkeit. Ja, aber im Endeffekt habe ich es eingebrockt. Und ich habe Menschen, die ich liebe, praktisch reingerissen. Und das verkrafte ich alle am wenigsten. Weil mein Mann ist fleißig, der geht schaffen und der hat das echt nicht verdient. Und ich hätte das auch normal nicht gemacht. Karin, du hast es selbst gerade gesagt. Es ist, wenn man auch erstmal gar keinen direkten, gezielten Rat bekommt, schon mal ganz, ganz angenehm oder wohltuend darüber zu reden. Deswegen möchte ich dir noch anbieten, dass du noch am Telefon bleibst
und mit unserer sehr netten Elke. Das ist die Psychologin im Hintergrund. Jetzt geht es gar nicht um Psychologie groß, dass du nochmal mit der ein paar Worte redest. Das fände ich sehr gut. Und ich wünsche dir wirklich, 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 wie auch immer, alle, Sechser im Lotto. Alle Kraft und irgendein großes Glück. Ja, wirklich. Ja. Mach's gut, meine Liebe. Ciao. Ja, ciao. Tschüss, ja. Tschüss. Was sehe ich hier? Zwei Leute an einem Telefon. Tom 22 und Silke 20. Ja, hi Domian. Was verbirgt sich dahinter? Ja, dahinter verbirgt sich eigentlich ein Problem. Aha. Weil wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen. Also nächste Woche sind wir ein Jahr zusammen. Ja. Und wir beide haben ein Problem beim Sex. Weil die Silke, die ist eher so leidenschaftlicher und beim Sex mag sie ziemlich laut und ein paar Worte und so, weiß ich, was ich meine. Ja, ja, und ich bin eher so der ruhige Typ, der gemütlich, zärtlich. Ich bin so ein ruhiger Genießer, kann man ja, so sagen. Ja. Also die Silke ist nicht so sadomaso drauf oder so. Nee, aber sie... Und ich meine, wir sind echt super glücklich und alles, also in der Beziehung stimmt alles. Ja. Nur halt beim Sex nicht, weil wir andere Vorstellungen haben. Aber was genau stimmt denn nicht? Also sie kann ja im Prinzip schreien, das könnte ihr doch egal sein. Ja, ich meine, also wenn ich jetzt schreien würde zum Beispiel, ja, dann würde sie denken, dass ich mich irgendwie verstellen würde. Ja. Und genau deswegen will sie das dann nicht. Stört sie das denn, dass du so ein ruhiger Genießer bist? Also sie steht eher auf die leidenschaftlicheren Sachen, also auf die leidenschaftlichen Typen, die, sagen wir, beim Sex voll aus sich rausgehen. Und also du liegst da wie ein Bügelbrett und lässt dich verwöhnen, oder wie? Nee, das natürlich so nicht. So auch nicht? Das natürlich nicht. Nur ich bin halt, wie gesagt, eher so der zärtliche, ruhige Typ, der alles so auf der zärtlichen Ebene ablaufen lässt. Und sie ist halt so, einfach nur Sex haben. Also ist es denn reine Geilheit mehr oder weniger. Ist es denn umgekehrt genauso, dass dich das stört, wie sie gestrickt ist? Ja, natürlich. Das auch? Ah ja. Klar. Warum stört dich das? Ja, warum stört mich das? Weil ich halt eher der Typ bin, der so dieses Ruhige, dieses Zärtliche, dieses Genießen beim Sex eher schön also findet. Also du bist der Romantiker? Genau. Ne? Und sie ist die Actionfrau? Genau. So richtig mit Power und alles. Ist die Silke jetzt auch am Telefon? Die Silke, die sitzt neben mir. Aha. Soll ich diese mal geben? Gib sie mir mal rüber. Alles klar. Ja, hi. Hallo Silke. Wie müsste Tom sein? Ja, ich meine, es ist ja eigentlich in Ordnung, dass er so ist, wie er ist. Also ich möchte ja nicht, dass er sich verstellt. Ja. Aber ich meine, deswegen, gerade deshalb, weil ich ja nicht möchte, dass er sich verstellt und jeder so sein soll, wie er ist, ja, ist es ja so, dass man keine Lösung findet. Verstehst du? Weil ich kann es einfach nicht verstehen. Oder ich Tönt dich das denn ab, wenn er nicht so richtig mitgeht und er so die Kuschelnummer fährt? Ja, also ich kann das nicht gut ab. Also ich bin wohl auch ein zärtlicher Mensch, keine Frage, aber... Dann wohl eher in anderen Situationen. Also ich lebe das irgendwie anders aus. Und ja, beim Sex ist das dann halt einfach, dass man sich sagt irgendwo, ja, dass also, der andere dann mehr halt, ja, das hört sich jetzt krass an, aber so das Objekt ist. Ja, verstehst du? Ja. Also jetzt nicht irgendwie so harte Touren. Ich kann das schwer erklären. Nee, ich ahne schon. Du möchtest, ich sag jetzt mal so, kannst es ja bejahen oder verneinen. Ja. Du möchtest, dass er mehr initiativ wird. Dass er mehr das Ruder in die Hand nimmt. Ja, das kann man eigentlich noch nicht mal sagen, dass er das nicht macht. Nur halt auf andere Art und Weise als ich. Also es aber ist einfach, dass wir keinen Nenner finden. Und wenn er sich dann verstellt, oder sagen wir mal, er tut das ja auch mir zuliebe gerne, dass er dann eher so ist, wie ich das mag. Nur ich kann das nicht akzeptieren, weil ich möchte, dass er so ist. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Wenn ich jetzt jemanden kennen würde oder kennenlernen würde, der so ist direkt, dann könnte ich das direkt annehmen. Ja. Aber wenn er nicht so ist, möchte ich auch nicht, dass er sich für mich verändert. Also nochmal, um es nochmal ganz klarzustellen, können wir uns einigen auf den Begriff Leidenschaft, dass du einfach eine Portion mehr Leidenschaft dabei haben möchtest, wenn doch, ihr miteinander Sex habt. Doch, auf jeden und Fall. Und wenn er leidenschaftlicher drauf wäre, würde dich das auch viel mehr antörnen. Ja. Ja? Ja. So, jetzt seid ihr beide doch eine ganze Weile schon zusammen, habt viele Versuche unternommen. Auf jeden Fall. Und seid jetzt an den Punkt gelangt, da ist die Silke ist so und der Tom ist so und man kommt sich auch nicht mehr einen Zentimeter näher. Ja, ist sehr schwierig auf jeden Fall. Also das Schlimme ist halt so, wenn jetzt sonst die Beziehung nicht stimmen würde, dann könnte man sagen, na gut, muss man halt Abstriche machen, aber es ist sonst alles so irgendwie so genial, dass ich die Beziehung auch an sich deshalb nie missen würde. Ja, also mir ist lieber, man lebt dann, sage ich mal, abstinent, das macht mir in dem Sinne kein Problem, weil die Beziehung so gut ist. Ja, aber die Alternative ist doch nicht abstinent zu leben. Nee, das kann es nicht sein. Gäbe es denn nicht eine Möglichkeit? Ich meine, wenn man sich so gut versteht, dann geht es mir nicht in den Kopf, dass man irgendwie sich da ein kleines bisschen aufeinander zubewegt. Dass du ein bisschen runterschraubst von deinen leidenschaftlichen Ansprüchen
und dass er sich ein bisschen mehr Dampf in den Hintern, na, so sagt man es nicht, aber dass er ein bisschen mehr Dampf reinkommt. Ja. Könntest du dir das, was deine Person angeht, vorstellen, dass du ein bisschen zurücknimmst, dich, deine Vorstellungen und Erwartungen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ja, also ich könnte mich schon zurücknehmen, nur die Frage ist, ob das dann, also ich habe lieber gar nichts. Also ich meine, ist ja im Moment, ist nicht so, dass wir gar nichts haben. Also ist schon immer was. Aber ich sag mal, damit wir es beide super genial finden, halt für das Optimale halten, müssten wir uns beide verstellen oder müssten wir halt einander gleichen. Das ist aber einfach nicht der Fall. Und wenn ich jetzt zurückschrauben würde, das ist ja praktisch so, wenn wir jetzt zugange sind, wir beide, dann ist es ja so, dass wir uns aufeinander einstellen. Ja. Nur es ist halt eben nicht das Optimale, was beide wollen. Ich würde das gern so ausleben, wie ich bin, und Tom natürlich auch. Gib mir mal den Tom nochmal, Silke. Moment. Ja. Das ist aber ein schwieriges Problem mit euch beiden. Das ist heftig, ne? Und wir sind auch schon rumrätseln und alles, aber wir kommen zu keiner Lösung, echt nicht. Jetzt muss ich dich aber auch noch fragen, Jetzt habe ich gerade die Silke auch gefragt. Brichst du dir so viel ab innerlich, so von deinen Vorstellungen und von deinem Geschmack, wenn du dich ein bisschen mehr in ihre Richtung bewegen würdest? Hast du es schon versucht? Ich meine, ich könnte es machen, nur da würdest du sie nicht glücklich machen. Hast du es schon versucht? Ich habe schon versucht, klar, logisch. Und es ist dann halt so gespielt. Hat es dir nicht ein bisschen Spaß gemacht auch? Dieses Rollenspiel? Ja. Ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nee, also ich habe es nur ihr zum Gefallen getan. Da prallen natürlich jetzt wirklich zwei Welten aufeinander. Natürlich. Ne? Worüber ihr mit Sicherheit viel geredet habt schon. Sehr viel. Und wir haben auch festgestellt, dass die Silke eigentlich so ist, wie die meisten Männer sich Frauen wünschen. Ja. Also purer Sex. Ja. Und ich bin eher so, wie die meisten Frauen sich eigentlich einen wünschen. Also das ist schon ein ganz guter Rollentausch irgendwie. Was machen wir jetzt mit euch beiden? Ja. Das wollten wir dich eigentlich fragen. Ja. Nee, was ich vorhin wirklich meinte, war wirklich so die Idee, weil ich das auch so aus eigener Erfahrung kenne, dass man sich schon so ein bisschen auf einen anderen Geschmack zubewegen kann. Aber wenn das bei euch überhaupt nicht der Fall ist oder nicht möglich ist, dann weiß ich das auch nicht. Ist schon nicht mal sprachlos zu sehen. Jo. Also, aber es gab... Nee, weil ich gerade nochmal nachgedacht habe, die Versuche, diese Rollenspiele, wie du die nennst, die gab es dann auch schon öfters. Die gab es schon, ja. Und das ist alles nicht dein Bier. Hat alles nicht hingehauen, bei beiden nicht. Ja. Also beide sind unzufrieden. Dann habt ihr dann eine Weile schon mal ganz ausgesetzt mit dem Sex? Ja. Habt ihr auch schon gemacht. Und das funktioniert ja dann auch nicht wieder, als ihr dann zusammenkamt. Richtig gut. Nee. Nicht wahr? Ich weiß es nicht. Also es läuft sozusagen alles schief, was man sich vorstellen kann, ne? Also, jetzt mal ganz ernst, wenn ihr so ein großes Liebespaar seid und ihr wirklich gerne zusammen sein würdet und dieses ein wirklich elementares Problem eurer Beziehung ist, da würde ich das vielleicht auch mal jetzt von dieser flapsigen Ebene wegnehmen und mal vielleicht ein oder zweimal zu einer Sexualberatung gehen, zusammen, als Paar. Weil da kann man dann schon ein bisschen tiefer bohren und sich da richtig auch reinversetzen, außerdem seid ihr dann mit Fachleuten zugange. Du meinst jetzt was drauf irgendwie? Ich würde es zumindest mal versuchen. Es liegt euch ja sehr viel daran, beieinander zu bleiben. Ja, natürlich. Ne? Und wenn man das jetzt nicht so aus dem Lameng heraus mal so sagen kann, dann würde ich das schon überlegen, so eine Möglichkeit, ja. Tom. Ja. Silke. Macht das mal, damit ihr ein glückliches Liebespaar bleibt oder auch wieder richtig werdet. Ja, werden wir machen. Alles Gute. Dann danke, Domian. Tschüss. Schöne Grüße an Köln, an meine Heimat. Deine Heimat. Okay. Ich werde es nachher ausrichten. Okay. Tschüss. Und trink gleich noch einen Kölsch auf uns, ne? Okay, alles klar. Okay, ciao. Dann ciao. Tschüss. Olaf. Olaf heißt auch mein Techniker hier heute Nacht. Er ist es aber nicht. Jetzt ist Olaf 28 dran. Hallo. Hallo. Olaf. Ja, ich wollte von dir mal ein paar Tipps haben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht kläglich versage. Nein, also, leg los. Ich muss morgen früh nämlich zum Casting. Zum Casting? Ja. Fernsehcasting? Ja. Für eine Moderation oder Schauspielerei? Nein, mehr für eine Sendung, das geht also um Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt? Ja. Und da muss ich mich natürlich jetzt dementsprechend gut verkaufen, sag ich mal so. Ja. Was genau musst du machen? Weißt du schon? Nee, ich soll nur, haben sie gesagt, also sie haben heute angerufen und da soll ich morgen früh um 2 da sein und da soll ich dann Fotos mitbringen und Videos und einen Liebesverlauf. Ein was? Ein Liebesverlauf? Ja, so nennen sie das. Was heißt das? Ja, das weiß ich auch nicht. Da soll ich irgendwas schreiben, wie das verlaufen ist und ja. Also du sollst dir einen Liebesverlauf ausdenken?
Nee, nicht ausdenken. Ich soll, also das geht ja um meine Ex-Freundin, geht das ja. Ja. Die möchte ich ja dadurch versuchen wieder zu gewinnen. Ja. Und da sollte ich diesen Verlauf von unserer Liebe, sollte ich da beschreiben. Ja. Und da weiß ich nur auch nicht, da habe ich jetzt nur stichpunktartig was aufgeschrieben. Und ob das nun so gut ist, weiß ich natürlich auch nicht. Naja, also ich denke mal, wenn du die wichtigsten Punkte da notiert hast, ja, und... Ja, kennengelernt und ja, zusammengezogen und auseinandergegangen und sowas, ist alles stichpunktartig aufgeschrieben genau, worden. Genau, die schönsten Sachen vielleicht so als Stichwort und die traurigsten Sachen auch. Und ja. Dann würde ich da hingehen, wirklich ohne große innere Vorbereitung. Du willst dich ja nicht verkaufen da, als du wirst ja kein professioneller Fernsehmensch werden oder kein nee. Schauspieler. Es geht ja um dich und um eure Sache. Das ist richtig. Da ist das Allerbeste, wenn man sich so natürlich wie möglich gibt und sich keinen großen Kopf drum macht vorher. Ja, auf der einen Seite denke ich mir, weiß ich ja gar nicht, was ich mache, sowieso aufgeregt innerlich. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wozu eigentlich mache ich das jetzt? Ne? Habe ich mir jetzt so gedacht. Jetzt, ich meine, jetzt zieht das natürlich durch, aber... Das natürlich ist eine andere Frage. Warum machst du das? Ja. Was ist da vorgefallen? Erzähl mal. Ja, wir sind auseinandergegangen. Ja? Das war alles. Ne? Warum? Ja, weil ich meinen Arbeitsplatz verloren habe und deswegen ist sie weggegangen. Deshalb ist sie weggegangen? Ja. Weil du deinen Arbeitsplatz verloren hast? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, ich hatte also wiederholt meinen Arbeitsplatz verloren, weil ich halt morgens nicht aufstehen konnte und so weiter. Ja. Und da hat sie dann mal gesagt, jetzt noch einmal und dann ist es vorbei. Also sie gibt dir die Schuld, dass das so passiert ist? Richtig. Ja. Obwohl alles, wir hatten keinen Streit, wir waren harmonisch zusammen und so weiter. Und da sie auch noch ein Kind hat, dass ich natürlich akzeptiert habe wie meinen eigenen Sohn und so, verstehe ich das halt nicht. Ne? Ja. Dass sie dann einmal sagt, jetzt ist vorbei und... Also das Maß war voll für sie? Und sie hielt das für eine Charaktereigenschaft, mit der sie nicht zu Rande kommt mehr? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja. Gab es denn eine Phase der richtigen Auseinandersetzung? Habt ihr noch viel geredet? Hast du versucht, dich zu erklären oder sie zurückzuholen? Ja, ich habe ja alles vor sie. Ich habe sie ja, nachdem sie dann ausgezogen war, sie 2 Tage bei ihren Eltern, da war sie hier. Ja. Und da war es dann schon praktisch fast so, da wollten wir schon halbwegs miteinander wieder ins Bett gehen und so, ne? Ach so. Und dann hatte sie sich eine Woche lang nicht mehr gemeldet. Mhm. Und dann hat sie immer irgendwann angerufen, glaube ich, nach 2 Wochen war das oder so. Und dann sagte sie, das bringt alles nichts mehr. Und ich habe ihr gesagt, aber sie soll mir die Möglichkeit geben, mich ihr gegenüber zu beweisen. Ja, und was hat sie da gesagt? Dazu sagt, nö, weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Sowas, dass sie es einfach so sagt. Andere Leute sagen schon, das ist eine Abwehrreaktion von ihr, dass sie vielleicht Angst hat, noch Gefühle zu entwickeln und so weiter. Und jetzt halt da mit diesem Casting jetzt morgen, was ich natürlich hoffe, dass das klappt, will ich es dann auch mal versuchen. Ne? Ja. Das ist dann der letzte Versuch, sag ich mal so. Es könnte durchaus sein, was du jetzt gerade erzählt hast, dass da natürlich schon noch eine ganze Menge Gefühle für dich bei ihr sind. Hm. Ne? So erkläre ich mir auch, dass ihr dann doch wieder nach dem Streit wieder ein bisschen zusammenkamt, aber dann ist sie wieder zurückgegangen. Das ist richtig. So, und jetzt versuche ich das morgen dann natürlich so gut wie möglich, mich jetzt da, ist ja praktisch ein Anpreisen oder so eine Art Verkaufen ist das ja morgen, ja. Man muss ja bestimmte Voraussetzungen haben, dass sie überhaupt sagen, gut, okay, das lohnt sich dafür. Ja. Ist es denn bei dir so, dass du diese Charaktereigenschaft, oder sei es, muss ja keine Charaktereigenschaft sein, oder das, was jetzt dazu geführt hat, dass sie gegangen ist, dass du dieses gerne ändern möchtest? Wirklich? Das? Würdest du ihr zu ihr sagen, hier so und so, ich weiß nicht, wie sie heißt, dieses wird hundertprozentig nie wieder vorkommen. Ich will mich da absolut ändern. Tja, das ist so, wie du sagst, also so will ich das ja auch machen. So würdest du sagen. Deswegen bin ich ja schon in psychiatrischer Behandlung. Ja. Und ganz klar für dich ist auch, dass du diese Frau wirklich ganz, ganz, ganz tief liebst. Ja. Ja. Also dann finde ich diese Aktion, ich bin ja auch immer der Mensch, der sagt, man muss kämpfen, solange es irgendwie möglich ist, finde ich die Aktion erstmal klasse, was du da machst. Und sei so, wie du jetzt auch warst, sei ganz normal morgen. Und wenn das klappen sollte, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich will dir da keine Hoffnung machen, aber es könnte natürlich wirklich sein, dass das großen Eindruck macht auf deine geliebte Frau. Ja, ich überlege gerade, ich habe
Das Problem ist ja, wir haben da schon mal drüber geredet, wo wir zusammen waren. Ja. Und da habe ich ihr mal gesagt, was würdest du machen, wenn wir auseinander sind, und ich würde sowas machen, was ich jetzt vorhabe. Aha, das habt ihr thematisiert. Ja, wir haben da schon mal so drüber gesprochen, wo wir zusammen waren. Und da sagte sie, findet sie nicht so gut. Aha. Aber mir ist es auf Deutsch gesagt, egal, entweder so oder, weil so komme ich jetzt nicht an sie ran. Ja. Ich habe immer wieder Briefe geschrieben, auch immer wieder angerufen. Ja. Das Einzige, wenn sie mal angerufen hat, war, wenn sie irgendwas haben wollte, was sie vielleicht hier noch hatte und so weiter. Na, das war das Einzige. Und sonst. Man sagt Sachen so leicht mal so daher, das finde ich nicht so gut. Aber wenn man dann vielleicht im Fernsehen so etwas präsentiert bekommt, wirkt das unter Umständen doch ganz anders. Zieh das mal durch. Das werde ich durchziehen. Zieh es durch, sei ganz normal. Mhm. Und ich wünsche dir, hier, ne? Ich drücke die Daumen. Mhm. Olaf, alles Gute. Gut, ich melde mich dann nochmal wieder. Ja, bitte. Wirklich, ne? Machst du. Dann erzähl ich dir mal, wie das war und so. Genau. Und dann kann ich dir sagen, ich habe ja auch jetzt in der Zeitung gelesen, in der Fernsehzeitung, war ja auch nicht so eine allzu gute Kritik von dieser Sendung. Ja, die wird, ja. Aber und das soll dich jetzt erstmal gar nicht interessieren. Nee, das interessiert mich jetzt auch. Ich muss dann morgen erstmal hin und dann werde ich erstmal sehen. Olaf, wir hören von dir. Ja. Okay. Okay, bye, bye. Jo, tschüss. Ciao. Patricia. Ja, hallo. 43 Jahre. Ja, grüß dich. Hallo. Ich wollte dem Tom und der Silke nochmal sagen, die sollen, also wie du gesagt hast, auch eine Therapie in Anspruch nehmen, damit sie zueinander finden, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, in der Sexualität miteinander klarzukommen. Oberwichtig, ne? Wenn ja, genau. Wenn man ein Paar ist, wenn das nicht funktioniert, dann ist schon fast alles gegessen irgendwie. Richtig. Wir beide haben über das Thema schon mal gesprochen, über die Analerotik. Ein viel beachtetes Gespräch. Ja. Und ich habe von vielen Männern gehört, die zu mir gesagt haben, Mensch, war das eine tolle Frau, die Patricia. So eine Frau wünschen wir uns. Jetzt erzähle ich mal den Leuten, die nicht zugeschaut und zugehört haben damals. Patricia ist eine Frau, die ihre Liebe zur Analerotik entdeckt hat und die sich gerne mit der Po-Region der Männer beschäftigt. Genau. Ne, so war es. Ja, genau. Mit großer Lust auch. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nein. Und zwar ist mein Thema heute Sterilisation bei Männern. Ja. Und zwar, mein Freund macht sich Gedanken darum, sich sterilisieren zu lassen. Und wenn du dich im Bekanntenkreis umhörst und mit anderen Männern drüber sprichst, die erzählen nie genau, was ist passiert, wenn sie sterilisiert sind. Mhm. Und jetzt ist mein Thema, wenn irgendjemand von den Männern, die sterilisiert sind, zuhören, dass die im Laufe der Woche, würde ich mich freuen, bei dir anrufen würden, denn ich denke mir, dass das Thema viele Männer und Frauen betrifft, dass die dann bei dir anrufen und mal auf Sendung gehen und erzählen, wie das so ist. Guter Vorschlag. Denn es gab auch bisher, glaube ich, erst einen einzigen Menschen, einen Mann, der hier angerufen hat, der davon berichtet hat, vor vielen Monaten mal, aber wirklich nur einmal, glaube ich. Ja, denn es ist nämlich immer das Problem, normalerweise traut sich kein Mann zu sagen, ich bin sterilisiert, und wie läuft das dann beim Sex, wie läuft das beim Wichsen, hat er einen Orgasmus, wie ist das gefühlsmäßig und so weiter, und das ist immer ein schwieriges Thema. Ihr seid aber so weit jetzt, dass du das auch befürwortest, dass er es machen soll, oder wie läuft euer Diskussionsprozess? Also er hat von sich aus angefangen und hat gesagt, mein Freund hat gesagt, er würde das gerne machen lassen, weil ich gesagt habe, ich habe also keine Lust mehr auf Verhütung. Mhm. Und er hat gesagt, okay, ich lasse mich sterilisieren, aber ich möchte mal wissen, wie gehen andere Männer damit um, die sterilisiert sind. Ja, also soweit ich weiß, merkt man organisch überhaupt nichts. Man hat seinen Samenerguss wie eh und je, man hat seinen Orgasmus wie eh und je. Man ist nur nicht mehr fruchtbar. Mhm. Die Probleme, die entstehen können, sind rein psychischer Natur. Das ist richtig, vom Kopf her. Das ist nämlich genau das Thema, was wir immer miteinander haben, was passiert und wie du sagst, vom Kopf her. Ja. Hat er sich denn mit seinem Arzt, mit einem Urologen sich schon mal unterhalten? Der hat sich mit verschiedenen Ärzten schon unterhalten und hat von jedem Arzt eine andere Antwort bekommen. Ja. Und darum habe ich gedacht, rufe ich dich mal an. Und also das ist eine gute Idee, das greife ich jetzt gerne auf. Und mich würde sehr freuen, wenn Leute, wenn Männer anrufen würden, sei es nun heute, oder wir haben ja immer ein offenes Thema jetzt auch im Laufe der Woche oder Monate. Am Mittwoch oder am Freitag. Immer so ein bisschen dahin. Genau, dass sich jemand hier meldet und wir uns über die Erfahrung unterhalten können. Aber Tipp noch an dich oder an deinen Freund auch. Ja. Geht doch in dieser Angelegenheit, ist auch die Pro Familia eine hervorragende Adresse, sich da beraten zu lassen.
Ja. Ne, das kann man ja auf jeden Fall nebenher auch noch überlegen. Patricia, danke für den Anruf und für die Idee. Und ich hoffe, dass wir da Resonanz bekommen. Bin ich fast sicher. Ja, klar. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Dagmar ist dran. Ja, hallo Jürgen. 25 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja, dein Thema, Dagmar. Mein Thema ist eigentlich was Nettes. Und zwar wollte ich erzählen von Take That in Düsseldorf. Da war ich vor 5 Wochen. Bei Wetten, das? Bitte? Bei Wetten, das? Ich war mit denen im Hotel, habe mich da eingemietet, in Wetten, das reinzukommen, war nicht mehr möglich. Bist du ein Fan? Ja, irgendwo schon. Ich bin aber nicht der Älteste, da waren noch Ältere gewesen. Das war ganz nett. Aber am Ende will ich eigentlich bloß davon erzählen, dass es eigentlich völlig normal ist, dass du ausklingst und schreist, weil du hängst dann voll in diesem Hang drin. Und also das war eigentlich ganz witzig. Ich will jetzt gerade mal erzählen, ne? Wir wollten runterfahren, eigentlich bloß, falls wir doch eine Leinwand noch vor die Philipshalle stellen wollten. Und wollten zuerst auf dem Flughafen die Ankunft angucken und dann... Aber Zwischenfrage, ihr seid, oder du und deine Freundin? Meine Freundin und ich, genau. Ihr seid gezielt schon dahin gefahren wegen Take That? Ja, wegen der Trennung. Es ist halt das letzte Mal. Wir waren letztes Jahr auf dem Konzert, haben das erste Mal sie sehen, sonst war es immer ein bisschen im Fernsehen und das hat einem eigentlich gereicht. Man ist ja nicht so unterwegs. Und habt euch dann in einem schweineteuren Hotel auch eingemietet? Ja, das war ein dummer Zufall. Wie gesagt, wir sind zum Flughafen, dann haben wir zum Glück einen Düsseldorfer Sender rein, einen Radiosender reinbekommen. Da sagt man uns, sie seien schon im Hilton Hotel, wir gleich die Wände auf der Straße und sind halt zurück. Da waren dann schon die ersten Massen. Und dann stehen wir erstmal da und du rennst um das Hotel und hast ja eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass da noch was frei sein könnte. Mhm. Und ja, durch einen dummen Zufall siehst du dann die Leute da alle reinlaufen mit den Taschen. Kids mit Rucksäcken oder wo sie dachten, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir die Fahrer von Take That kennengelernt, die sagten uns dann, da war es gegen 2, die sagten uns, vor 6:30 geht nichts, bis sie zur Probe fahren, zu Wetten, das. Mhm. Also wir sind mal einen Kaffee trinken gegangen, weil wir im Schneeregen standen, aber das ist dir egal in dem Moment. Du isst nichts mehr, du trinkst nichts mehr, dir ist es Brust irgendwo. Und dann sind wir zur nächsten Telefonzelle und haben geschaut und dann sagten sie uns, ja, 700 Mark, aber das war uns eigentlich auch fast egal fürs Doppelzimmer, hier rein, Taschen hoch und wieder raus. Ach, ihr habt dann gebucht, euch eingecheckt? Wir haben dann, ja, und wir waren zum Glück, wir sind ja nur älter und man fällt da nicht so auf, wir haben gesagt, was ist denn hier los und die, ja, wir haben prominente Gäste und so und wir auch tatsächlich, naja, damit man halt irgendwie rankommt, vielleicht an die Manager haben wir uns gedacht, naja, man ist ja nicht dumm. In welchem Stockwerk wart ihr und wo waren die? Wir waren im 8., die waren im 11. Naja. Leider, ja, wir haben versucht, mit der Strickleiter hochzukommen, aber da ging nichts. Ja, wie auch immer, dann sind wir wieder raus und dann hat es Ewigkeiten gedauert, weil die Massen kamen von überall her, es war Feierabend, die Schule war aus, die hatten Probleme, die Jungs rauszukriegen. Und dann standest du echt 1,5 Stunden im Schneeregen, wir waren klitschdurch, aber es ist dir egal, du isst nichts mehr, wie gesagt. Und dann sind sie abgefahren, sie wetten das zur Probe. Ja. Das war dann der Moment, wo wir hoch konnten in unser teures Zimmer und haben uns geduscht und dann sind wir runter in die Bar. Und haben halt gedacht, ja klar, ich meine, wer kann sich das schon leisten, aber das war wohl denn nicht so. Ich glaube, 80% waren nur Teenies da drin. Also wie gesagt, gemischt, das geht aufwärts von, was weiß ich, 14 bis, also waren auch welche, die waren über 30. Das habe ich dann erkannt, die hat eine Take-That-Uhr. Ich habe gemeint, die wären vielleicht irgendwelche Gäste, aber es ist ja egal. Naja, und dann ist es eigentlich so, das haben wir schon gehört, dass wenn sie im Hotel sind, dass sie immer runterkommen zum Singen. Und wie gesagt, die mal richtig hautnah so richtig davor, wie bei einem Konzert halt nicht zu sehen, war halt schon irre. Und dann haben wir den Barkeeper kennengelernt, der sagt uns dann, die kommen jetzt jeden Moment. Ja, und dann stehe ich an der Bar und dann geht die Tür hinten auf und dann laufen alle durch. Und du stehst da und du flippst aus. Du bist wie versteinert, ehrlich. Da laufen so einen 1/2 Meter vor dir lang. Hast du was, bist du irgendwie hingegangen dann doch, nachdem du entsteinert wieder warst? Nee, du konntest nicht. Es war eine Euphorie durch die Trennung. Normalerweise gehen sie ganz runter ohne Bodyguards. Das heißt, sie sind dann schon in der Nähe. Aber es war da nicht möglich, weil auch viele reingeschleust wurden. Viele Kids, die waren halt dann da schwarz drin und so. Ja. Und die sahen die nur von hinten, die nur schlecht sehen konnten und die schrien dann. Und wenn einer schreit, schreien alle mit. Ich meine, ich habe da nicht geschrien in dem Moment. Ich hatte ja eine gute Sicht, aber die schreien eigentlich, die nichts sehen können. Und dann wollten sie singen und spielen und alles Mögliche, aber es war irre. Die haben gesagt, die sollen zurücklaufen und so. Es war unmöglich, sonst brechen sie ab. Und das haben sie dann auch getan, obwohl sie eigentlich schon dachten, dass sie versuchen einfach bloß, ob es nochmal klappen könnte. Und das war's dann? Die kam nicht wieder, da kam bloß der Jason allein runter. Naja, immerhin, ne? Ja, immerhin, doch, es war toll. Der unterhielt sich dann auch mit den Leuten, es war irre. Also es war verrückt, vor allen Dingen dadurch, dass du so viel dich, das heißt, informierst, du siehst Videos und von ihnen und so. Du denkst, du kennst sie, das ist irre. Und wenn die vor dir stehen... Aber es ist dann ganz irreal, ne, wenn die plötzlich vor einem stehen. Es ist irre, ja, du blickst das überhaupt nicht. Du hast sie dann nicht mehr gesehen danach. Doch, auch nochmal. Wie gesagt, und dann war, nächsten Tag war Wetten, das. Und dann haben wir einen Fahrer kennengelernt, das waren die Security-Fahrer von Take That und der schleust uns auf diese Wetten, das Party.
Aha. Dann sind wir dort hinter, wir hatten uns bald eingemacht vor Angst, weil wir dachten, man fällt da total auf. Ja. Lauf ich da lang, sitzt Roberto Blanco und Inge Meisel und die ganzen Promis, das war total witzig und wir wollten erst nicht hintergehen, weil wir so eine Muffe hatten, aber egal, haben wir uns nicht gedacht. Hast du denn die Gelegenheit gehabt, sie oder ihr zu reden mit den Jungs? Nee, du kamst nicht ran. Das geht nicht, ja. Du kamst nicht ran. Also reden, man hätte an Jason, sagen wir so, ich habe einen netten Brief zugeschoben, das war eigentlich ganz witzig, es hätte auch alles klappen können, dass ich hochkomme in der ersten Stock. Wie lange wart ihr dann auf dieser Party? Wir waren auf der Party circa 3 Stunden. Drei Stunden, dort saßen sie dann. Und wir waren am Anfang die Ersten, die so reingeschleust wurden. Am Ende wurden es dann mehr. Und es war dann blöd. Die saßen dann mit diesen Veranstaltern von Wetten, dass dort und die aßen dann. Und dann wollte ich gehen, weil ich mir vorkam wie im Affenkäfig, weil ich mir irgendwie, beim Essen wollte ich eigentlich nicht mehr zugucken. Sag mal, das war eine ganz verrückte Aktion dann, ja, ne? Ihr bereut es nicht? Auf keinen Fall. Es war ein schweineteures Wochenende. Nee, ich meine, ich wollte bloß sagen, was man mitbekommen hat von ihnen, sie sind wirklich nette Jungs, wo es überall steht. Die natürlichsten schlechthin und sie werden in die Geschichte eingehen und die Trennung ist halt. Bist du sehr traurig, dass sie sich trennen? Doch, sehr, ja. Aber du bist nicht verzweifelt? Nee, das nicht, aber es ist ein Stück von mir irgendwo. Es ist irre, sie gehörten mit dazu. Schön, dass du angerufen hast. Okay. Alles Gute. Klar. Bye, bye. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir machen weiter. 0130 2911. So könnt ihr uns erreichen. Offene Sendung heute Nacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Und heute Nacht scheint die Nacht der Doppelanrufer zu sein. Denn jetzt ist dran Sascha 18 und Dominik 18. Hallo. Hallo Domian. Habt ihr auch Sexprobleme? Wir haben keine Sexprobleme. Nach der Musikpause müssen wir jetzt auch mal von Orgasmusproblemen, vor allem bei Texette und sowas, wegleiten. Okay. Das Thema wäre dann Abitur an sich. Abitur an sich? Weil wir da gerade auch... Oh, ihr steckt drin, ne? Wir stecken drin, wir sind gerade im Endstadium praktisch, jetzt kommen noch die mündlichen Prüfungen. Ja. Und dann war es das eigentlich. Und wie ist es gelaufen bisher? Bislang? Eigentlich unser Erachtens, also eigentlich wunderbar. Also wir haben feststellen müssen, dass das eigentlich also nicht so schwierig war, wie das doch traditionell irgendwie gehalten wird oder sowas. Und man trägt das jahrelang vor sich her, ne? Und man trägt das jahrelang und jetzt ist es soweit und also man hätte eigentlich... Also man hat auch nichts gelernt, natürlich in den Oberstufenjahren und sowas. Man hat nichts gelernt? Man hat meines Erachtens, also unseres Erachtens, doch sehr wenig gelernt. Also Grundschule bis zu 9 ist leicht verständlich, aber ab dann ist wirklich nur noch, da könnte man sich besser in irgendwelchen Diskussionsgruppen treffen oder sowas. Da kennt man genauso unsere Entwicklung voran. So, jetzt habt ihr aber ein ganz bestimmtes Anliegen in Sachen Abitur. Alleine schon die Wertigkeit, also das Schulsystem, also muss doch reformiert werden, glaube ich, sind wir der Meinung. Also hin vielleicht zum Zentralabitur, halt um allen dieselben Chancen beziehungsweise allen den selben Maßstab zu setzen. In welcher Schule, auf welcher Schule macht ihr Abitur? Auf einem Gymnasium. Ja, einem klassischen Gymnasium. Auf einem klassischen Gymnasium. Ja. Jetzt mal uns den Namen zu nennen, weil unsere Schule gerade hohe Imageverluste haben, erlitten hat und sowas. Deswegen bleiben wir einfach bei Gymnasium. Ja, also Wertigkeit, also es gibt zum Beispiel ja wirklich Kunstleistungskurs zu wählen, Sport trotzdem im Abitur zu haben. Aha. Das ist natürlich gegenüber, sagen wir mal, zum Beispiel so ein klassisches Doppel wie Mathe- und Physikleistungskurs nicht ganz zu vergleichen. Mhm. Ist der Dominik auch da? Ich war der Dominik. Du, der aber jetzt kann ich einen Sascha mal geben, das ist vielleicht jetzt eine etwas schärfere Meinung. Mach mal, ja. Bis irgendwann mal. Ja, tschüss, Dominik. Hallo Domian. Sascha, ich dachte, ihr hättet so ein Twin-Telefon. Nee, haben wir leider nicht. Aber du hast gerade mitgehört. Genau, über Fernseher, haben Fernseher so leise vor noch hören können. Du bist auch ein Abiturkritiker. Genau, aber ich bin mehr aus dem Grund Kritiker, weil ich meine, dass man kann ja in der 11 zwar wählen seine Kurse, aber man muss immer fachspezifisch bleiben. Man muss so Sachen wie Mathe und Biologie immer behalten
Und deswegen wirkt die Schule eigentlich auch so uninteressant und so langweilig, weil man nicht das wählen kann, was man will. Ja. Und das ist einfach meiner Meinung nach das Grundproblem, was Schule langweilig macht, was Schule auch, was einen dazu treibt, nicht zu lernen. Warum soll ich für ein Fach lernen, was mich sowieso nicht interessiert, was ich nur haben muss wegen irgendwelchen Regeln? Mhm. Kann ich mich gut erinnern, dass mir das ganz genauso ging, dass man da irgendwelche Kurse absolvieren musste oder halt die Auflagen, welche Hauptfächer man nun nimmt und sowas, dass es irgendwie sehr nervig dann war. Ja, man muss zum Beispiel auf jeden Fall eine Naturwissenschaft oder Mathe haben. Mhm. Und wenn ich sowieso weiß, das werde ich nicht in meiner Zukunft machen, warum soll ich das dann wählen, frage ich mich, warum kann ich nicht einfach wählen, was mir Spaß macht? Was hast du gemacht? Ich habe als Leistungskurse Deutsch und Pädagogik und jetzt noch mal Abi Philo und weil ich muss Mathe. Ja, also Mathe ist dann die Kulte, ne, die du schluckst. Ja, Mathe ist halt, da muss ich auch halt meine 5 Plus schreiben, um nicht ins Mündliche zu kommen, dann ist es mir auch egal. Nur ist immer die Argumentation der Bildungspolitiker, dass man, Abitur heißt ja, dass man ein wirklich umfassendes Allgemeinwissen hat oder das bekommen soll. Ne? Und dann sagen die, was sollen wir jetzt da Spezialisierung zulassen? Das entspricht nicht mehr dem klassischen Abitur. Das stimmt zwar, aber meiner Meinung nach hat man dieses Allgemeinwissen in der 11 abgeschlossen, meiner Meinung nach, beziehungsweise nach der 10. Weil was ich nach der 10 in Mathe lerne zum Beispiel, hat nichts mehr mit logischem Denken in dem Sinne zu tun, sondern wirklich mit fachspezifisch und irgendwelches spezielles räumliches Denken und nichts mit irgendeiner Auflösung von Gleichungen, was noch Logik erfordert. Mhm. Also meiner Meinung nach ist das ab der 10 auch im Fach wie Deutsch. Dann kann man dann bei sich seine Grammatik und kann sprechen und reden. Wenn man das dann auch weitermachen will, dann soll man das so spezifizieren können. Da gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, der dagegen spricht. Mhm. Und das ist auch in anderen Ländern ist das zum Beispiel, dass man, vielleicht kenne ich jetzt nur Italien, dass man da zum Beispiel ab der 9 schon auf eine bestimmte Schule gehen kann, das klassische Abitur machen kann, aber gleichzeitig halt fachspezifisch bezogen. Ja. Also würdest du auch plädieren für ein Zentralabitur? Für ein Zentralabitur mit allerdings meiner Meinung nach der Forderung, dass man einfach wählen sollte, was man will und nicht einfach noch gedrängt werden sollte auf so Sachen wie Mathe. Und ja. Also für mich persönlich Mathe, für andere ist dann was weiß ich, Deutsch oder Sport, keine Ahnung. Ja. Was habt ihr vor? Erstmal an dich gefragt, was hast du vor, nach dem Abi jetzt zu machen? Ja, Zivildienst halt und danach studieren auf jeden Fall. Und was? Sehr wahrscheinlich auf Lehrer selber dann auch. Ja, das ist ja schön. Dann kannst du ja vielleicht ein bisschen mitwirken. Ja genau, kann ich mir das, was ich gemerkt habe, was falsch war, kann ich ja dann vielleicht besser machen. Das Schlimme ist ja, dass man das dann vielleicht dann doch relativ schnell vergisst wieder, ne? Wenn man das ist natürlich die Angst, die man immer im Hinterkopf haben muss. Solange man die Angst hat, da glaube ich, dann vergisst man das auch nicht. Wobei die entscheidenden Weichen werden natürlich dann nicht von den Lehrern gestellt, sondern von der Politik, ne? Lehrer machen auch nur das, was ihnen vorgeschrieben wird im Endeffekt. Aber es ist halt natürlich auch Problem der Lehrer, wird es auch dadurch, dass die Schüler nicht interessiert. Ja. Ihr beiden, wann seid ihr fertig? Wann ist alles abgeschlossen? Am Mittwoch und Donnerstag noch die mündlichen Prüfungen. Und wenn man dann nicht irgendwelche großen Abweichungen hat, ist alles vorbei. Und dann fällt ein dicker Stein vom Herzen. Genau. Obwohl, in dem Moment, wenn es dann passiert ist, dann ist es ganz normal und man wundert sich, dass man sich gar nicht mehr freut. Ja, das kann schon sein. Die richtige Freude ist eigentlich auch nach den Klausuren, wenn man weiß ja ungefähr, wie man geschrieben hat und es verkackt hat oder ob es okay war. Das alte Lied. Also euch beiden toi toi toi. Danke, noch eine Frage an dich. Bitte, ja. Du hast eigentlich noch nie deinen persönlichen Standpunkt zu Drogen genannt, oder? Wie stehst du zum Beispiel zu weichen Drogen? Ach, meine Lieben, da habe ich sehr, sehr viel schon zu gesagt. Echt? Dann irgendwie haben wir die Sendung immer verpasst. Na gut. Freigabe von Haschisch. Richtig. Richtig. Alles klar. Sind wir einer Meinung? Okay. Okay, ciao. Ciao. Tschüss. Die Karin ist dran, 56. Mhm. Hallo Karin. Hier bin ich. Du machst kein Abitur. Nein. Das ist vorbei. Die Karin, Zeiten sind vorbei. Dein Thema. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe nach der Wende erfahren, dass ich Knochenschwund habe. Liebe Karin, wir sollen jetzt weiterreden. Und mach mal bitte deinen Fernseher im Hintergrund ganz leise. Ganz leise. Ja. Ganz leise, sonst widerhallt das so seltsam. Ja, wir machen mal weiter. Nee, ist aus jetzt. Okay, umso besser, Ich habe nach der Wende erfahren, dass ich Knochenschwund habe, Gicht und dergleichen mehr. So. Und jetzt kommt das Problem auf uns zu. Es steht ja nun schon ein paar Jahre in Rabe. Ich bin da daraufhin Erwerbsfähigkeitsrentner geworden. Ja. Und nun haben wir Probleme im Sex. Wir haben, wie soll ich mich ausdrücken? Mein Mann ist sehr schwer. Ich bin eine kleine Person, so 61. Und vielleicht so, 54 Kilo schwer. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass dabei Prellungen entstanden sind. Rippenprellungen. Bei links dir? Und rechts.
und ich habe eine Angst. Das letzte Mal ist es passiert, jetzt im März, zu meinem Geburtstag. Ich meine, das Verlangen ist ja immer noch da und mein Mann ist ja auch, nun, er hat viel Verständnis. Ja. Aber seitdem ist nichts mehr hat nichts mehr stattgefunden. Ja. Er kommt dann abends, wenn er aus dem Garten kommt oder von der Arbeit kommt, er hat noch Arbeit. Ist nichts stattgefunden aus Angst? Dass ja, die Angst, ja. Was schieflaufen könnte. Ja, mein Orthopäde sagt ja auch zu mir, suchen Sie sich was anderes aus, eine andere Stellung oder was weiß ich. Ja, es war so, wir waren so schön dabei und jetzt sind sie fallen und auf einmal hat es geknackt und Bruch aus Ruhefacher. Ja. Ne? So, jetzt war die Prellung da. Also ihr hattet die klassische Missionarstellung. Er lag auf dir. Ja. So. Jetzt hat man nur Angst, dass wieder, jetzt ist es aber so, wenn so eine Rippenprellung da ist, man kann das ja auch von einer anderen Seite machen, aber man hält sich ja fest. Mhm. Ja. Und dann ist die Stelle, wo die Prellung ist, beziehungsweise die angeknackste Rippe, es ist eben, wie gesagt, eine Osteoporose, ein Knochenschwund. Also Karin, ich bin muss ziemlich dann verzweifelt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hab bei meinen Kern, wir sind 32 Jahre verheiratet und ich habe Angst vom nächsten Mal. Ja, also ich würde natürlich spontan auch das sagen, was dein Arzt da gesagt hat. Es gibt ja nun beim Sex wirklich viele, viele Stellungen, die harmlos sind, wo überhaupt oder ja, wirklich wo keine Prellungs- oder Verletzungsgefahr besteht. Aber wissen Sie, wenn man so viele Jahre verheiratet ist, ist das irgendwie eine Alltagssache. Du meinst, übrigens, ich duze dich ja auch, dann darfst du mich natürlich auch duzen. Ja, ne? Du meinst, ihr habt euch schon zu sehr an die eine Stellung gewöhnt? Nein, das hat es in den früheren Jahren überhaupt nicht gegeben. Na, wir hatten immer, ach Gott, das kann man sich auch nicht ausdenken, was wir alles angestellt haben. Na? Aber dann seid ihr doch schon gut erfahren und gut trainiert. Dann müsstet ihr doch wirklich eine Position finden, die für dich vollkommen ungefährlich ist und harmlos ist. Ja, es ist aber so. Ich kann ja normalerweise nur beim Umknicken oder was weiß ich, sind im Glas Knochen geworden. Ja. Es ist eben nichts mehr da, was den Knochen aufbaut. Und nun habe ich noch Essschwierigkeiten und dann, ich habe nur erfahren, dass alles, was man nicht mehr, das nimmt sich der Körper vom Knochen. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Und ich finde es nur sehr schlecht. Ich bin 1962 am Unterleib operiert worden, habe keine Hormone gekriegt. Gab es angeblich nicht. Und jetzt nach der Wende wurde mir gesagt, Sie müssen Hormone kriegen. Das war aber zu spät. Also, dass ich mit dem, was ich nun habe, zurechtkommen muss. Ich darf nicht hinfallen, ich darf nicht umknicken. Das ist mir klar. Ja. Und das ist auch verdammt ernst zu nehmen. Ja. Trotzdem glaube ich ganz einfach, dass ihr wirklich sexuell Spaß miteinander haben könnt, ohne dass du gefährdet bist. Ich will ja jetzt selbstverständlich. Und dass man dann vielleicht auch ein bisschen flexibler sein muss und vielleicht mal so Sachen macht, die man gar nicht mehr so in der letzten Zeit gemacht hat. Ja. Und dann braucht ihr auch keine Angst mehr davor zu haben. Das stimmt schon. Also ich denke, das Problem ist lösbar. Das mit deiner Krankheit ist eine schwierige Geschichte, das ist klar. Ich meine, manch einer, der jetzt hier am Fernsehen sitzt, der wird sagen, die in ihrem Alter, nein, die abschminken. Ne? Ja, das ist völliger Unsinn. Ich find, ja, meine Großmutter hat zu mir gesagt, naja, mein Großvater. Ich sage, Oma, wie waren das eben, die war 70. Wie waren das mit dem Opa Dings, wie waren das mit dem Sex? Ach, sagte, das war noch ganz gut, nur nicht mehr so oft.
Genau, so soll das auch sein. Und es soll auch noch oft sein. Ich habe schon mit so vielen älteren Leuten hier gesprochen, die mir so tolle Sexgeschichten erzählt haben, bis ins allerhöchste Alter. Und natürlich soll man Spaß dran haben, wenn man 80 ist oder noch mehr, ist doch völlig wurscht. Na, freilich. Liebe Karin. Nur, es ist nur eins noch. Ja. Was im Genick steht. Mein Mann wird am 30.06. arbeitslos. Ja. Ja, ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ja. So, mein Mann ist 54. Das ist natürlich... Das ist, was im Inneren... Ja, das verstehe ich. Ja, das ist sowas, was einen in Gang bringen kann und auch den ganzen Organismus... Natürlich, das nimmt einem auch die Lust dann, ne? Ja, das ist klar. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist eine schwierige Zeit, wissen wir alle. Auf jeden Fall. Sie und ich auch. Karin, aber was jetzt, das reine Problem der Sexualität angeht, da denke ich wirklich, dass ihr da irgendeinen Weg finden könnt, um zueinander wieder zu finden und Spaß zu haben. Mach mal. Und was deine Gesundheit angeht, wünsche ich dir wirklich gute Besserung im Rahmen dessen, was möglich ist. Und einen schönen Gruß an deinen Mann. Ja, pass auf, du mir. Tschüss. Wir fahren am 13. in Urlaub. Ja. In die Lüneburger Heide. Na, das ist doch toll. Ach, da. Ja, da kann man sich drauf freuen. Und da wird richtig Sex gemacht. Na? Verrückt in der Dusche, ne? Karin, mach's gut. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Der Horst ist da, 30 Jahre. Hallo Horst. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen, ja. Ich möchte gerne einen Bogen spannen von der ersten Anruferin, von der ersten Anruferin zu meinem Thema. Und zwar hat die Frau über ihre Schulden gesprochen, und zwar an einer Stelle soweit ihre Niere verkaufen zu wollen. Mhm. Und das hat bei mir den Ausschlag gegeben, bei euch anzurufen, denn ich habe gerade kurz vor der Sendung meine Dialysemaschine bereit gemacht, da ich seit 3 Jahren jede Nacht Dialyse mache. Mhm. Und was mich gereizt hat, war die Unkenntnis, die sie hatte, dass es, und das sage ich Gott sei Dank, in Deutschland und Europa nicht möglich ist, seine Niere zu verkaufen. Und ich möchte nämlich mal darüber sprechen, weil die Nierenerkrankten, beziehungsweise die auf eine Niere warten, denke ich, viel zu wenig Lobby haben und das Thema in der Öffentlichkeit relativ totgeschwiegen wird. Also hast du mal, um es klarzustellen, es ist nicht möglich, in Europa eine Niere zu verkaufen? Zumindest nicht da, wo Krankenhäuser in der öffentlichen Hand betrieben werden, Universitätskliniken, alles, was an medizinischen Einrichtungen sauber geführt wird und in der öffentlichen Kontrolle steht, ist es nicht möglich. Es ist aber anders möglich. Höre ich daraus? Man hört vieles. Die Hälfte oder mindestens die Hälfte davon ist erstunken und erlogen. Da würde ich dann auch noch drauf kommen. Zum Beispiel soll es wohl möglich sein in Indien, dass ein Familienvater, der nicht mehr weiß, wie er seine 14 Kinder ernähren soll, irgendwo am Stadtrand von Neu-Delhi in einem irgendwelchen medizinischen Schuppen seine von 2 gesunden Nieren eine abgibt. Ja, diese Geschichten habe ich im Fernsehen auch schon gesehen. Ja. Oder dass die Nieren von den Kindern verkauft werden. Oder sowas, ja. Was war jetzt konkret ein Anliegen des Anrufes? Also das Anliegen war, auf der einen Seite, es sind ja vornehmlich junge Leute, die bei dir zuschauen, ein bisschen auch für so ein Thema zu sensibilisieren, weil das durch die schnelllebige Zeit zwischen Disco, GTI-Fahren, Motorradausflügen, das alles ein bisschen untergeht und das nämlich hier noch, und auch nicht nur irgendwelche Dahinsiechenden, sondern noch eigentlich junge Menschen wie ich, die noch auf beiden Beinen stehen und an die Arbeit gehen, irgendwie hier drauf warten, dass genug Spendenbereitschaft da ist bei der Bevölkerung. Und das wird leider kaputt gemacht durch viele Geschichten, die wir aus der großen Tageszeitung mit den 4 Buchstaben oder dem Sensationssender mit den 3 Buchstaben, der mit R anfängt oder sowas. Wenn da Schauergeschichten erzählt werden, dass eben es möglich wäre, dass man, wenn man genug Geld hat, auch in Deutschland sich eine Niere kaufen könnte. Das ist einfach nicht an dem. Und aus der Angst davor, dass mit einem Spenderorgan Missbrauch getrieben wird, denke ich, sind viele nicht bereit, sich einen Ausweis zu holen oder denken das gar nicht drüber nach. Ja, also dieses, was du jetzt sagst, ist natürlich ein Aufruf zur Organspende. Ja. Und es ist interessant, dass du jetzt anrufst, weil wir planen nämlich für den Juni eine ganze Sendung zum Thema Organspende und Organtransplantationen zu machen. Dann will ich das gerne auch nochmal aufgreifen und vielleicht können wir auch nochmal miteinander sprechen. Wir haben ja deine Telefonnummer und da würden wir dich im Juni auch nochmal anrufen. Schön, Horst.
Dann würde ich einfach sagen, bis in den Juni hinein. Ja, ich bleib dran. Ja. Und sehe zu, dass ich die Sendung erwische gerne. Ja, danke für deinen Anruf, dass du dich gemeldet hast. Tschüss, ciao. Jetzt ist die Anke dran, die ist 35. Ja, hallo Anke. Hallo Domian. Ich wollte zusammen sagen zur Sterilisation. Schwieriges Wort. Ja, okay, ist da. Ihres Freundes, da sollte Ihr Freund sehr gut die Gründe überprüfen, weswegen er es machen möchte. Ja. Denn mein Mann hat das machen lassen. Und ich meine, vom Verlauf her lief alles gut und technisch hinterher auch, bloß der Kopf ging nicht mehr. Was genau war das Problem dann? Ja, das Problem ist ganz einfach, man fühlt sich als halber Mann. Aber warum? Ich weiß nicht, es liegt am Mann. Es liegt nicht an der Frau. Ja, natürlich liegt es am Mann. Ja, ist Tatsache. Es ist wie eine Folge, wenn man nicht Frau aufsterilisieren oder was, ja. Anke, aber du hast deinen Mann nicht als halben Mann betrachtet. Nein. Das für dich war er genauso wie vorher. Aber er hat sich so empfunden. Er hat sich damals so empfunden, deswegen mein sehr guter Rat. Er soll vorher mal zum Psychologen gehen und sich auf Herz und auf Nieren testen lassen. Ja, oder zu einer Sexualberatungsstelle. Da hast du sehr gut beraten. Kannst du denn erzählen, wie dein Mann das begründet hat, warum er sich als halber Mann fühlt? Nein, das weiß ich nicht. Aber ihr habt doch bestimmt viel darüber geredet. Nein. Ne? Habt ihr nicht? Nein, weil mein Mann, das gehört eigentlich zu meiner eigentlichen Geschichte. Mein Mann war, für ihn war ich eigentlich, ich habe ihm gehört, ja? Ja. Und damit hat sie es gehabt. Also sexuelle Dinge wurden mit mir nicht besprochen. Aha, ja. Fertig. Ja. Ich war sein kleines Frauchen hinterm Herd und damit hat sie es gehabt. Ich hatte weder Wünsche zu haben, noch unanständige Gedanken öffentlich zu äußern. Aha. Ich war einfach nur da. Aber eben die Probleme habe ich nun mal leider Gottes mitgekriegt. Und deswegen ist, also, es ist nicht, es hört sich immer so sehr einfach an. Es hat sich auch einfach angehört. Also, es hat ja damals, ich war noch sehr jung, dass jeder auch, ich sträubte es einfach aus medizinischen Gründen, hieß es dann bei mir, nach zwei Kindern entweder sterilisieren oder entweder sie oder ihr Mann. Also bei mir, da hat sich jeder Arzt geweigert mit 24. Mhm. Mein Mann halt, der war 9 Jahre älter als ich, da hat sich kein Arzt geweigert. Und der hat auch nicht meine Unterschrift mehr gebraucht, nachdem ich gesagt habe, mach's nicht. Mhm. So, und deswegen... Also ich bin wirklich gespannt, diese Woche auf Anrufer, auf Männer, die anrufen, die es selbst gemacht haben, um das mal wirklich aus erster Hand dann zu erfahren. Also die Männer kommen da nicht so ganz einfach damit klar. Das ist wie wenn bei ihnen im Kopf was amputiert worden wäre oder was weiß ich. Das ist ganz komische Sache. Das war dein Anliegen? Das Nein, Anrufe? Das war's nicht. Das war's nicht? Nein. Meine Liebe, dann aber ruckzuck ganz jetzt. Schnell. Gleich nein, 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 nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur eine Lanze brechen für ältere Männer als Liebhaber. No. Und ich hatte mal einen Liebhaber, der 25 Jahre älter als ich, aber der war eine Wucht als Liebhaber, sowas als Liebhaber hieß gar nicht. 25 Jahre älter war der 25 als Jahre älter als ich, aber der hat alle Rekorde gebrochen, sein Mann habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und nie wieder gesehen. Was, Anke, du bist 35, ja. Ne? Den habe ich gehabt mit 20 und er war 45, ja. Aber das war wie ein Traum, das war wie ein Paradies. Hast du im Moment auch einen älteren Freund? Nee, ich habe auch nie wieder, auf die Art und auf dem Level, nein, nie. Und was das Problem war von den Pärchen oder so, ich meine, der hat sich einmal hat er sich eben gehen lassen im Bett von mir raus, ja, und einfach nur erzählt, ganz egal was, und das andere Mal war er nun mal scharf drauf, da konnte ich von mir aus nicht scharf drauf sein, aber er hat mich scharf gemacht. Danke, jetzt musst du mir noch in ein, zwei Sätzen sagen, was dich an älteren Männern so anmacht. Sie sind... Ältere Männer, weißt du, das ist so wie im Mittelalter. Das ist so, sie genießen dich. Aha. Auch im Bett bist du, da darfst du schlafen. Da bin ich mitten nach dem im Bett reingegangen. Und da wurdest du ganz langsam entblättert. Das ist was anderes, wie das Fastfood vom Ehemann oder sonst was. Und sie haben dich genossen.